Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Die Experten. Hallo Nikolai. Hallo Matthias, grüß dich. Heute mit einem Thema in aller Munde Facebook. Facebook dritte Quartalszahlen. Ja. Unschlagbar, war wieder überraschend gut sozusagen. Das vierte Quartal in Folge 50% gesteigert. 7 Milliarden Umsatz gemacht in dem Quartal. Das sind natürlich fantastische Zahlen. Ja. Nichtsdestotrotz waren nicht alle davon begeistert. Nee, auf den zweiten Blick natürlich nicht. Und vor allen Dingen kam das gestern Abend dann im Pressegespräch, also im Conference Call heraus, und darauf sauste die Aktie minus 6% ungefähr, muss man sagen. Was sind die Gründe hierfür? Die Zahlen waren gut, aber der Ausblick eher bedeckt, muss man sagen, weil Facebook gesagt hat, man möchte nicht mehr so viel Werbung aussenden quasi. Und 97% des Umsatzes, Matthias, macht Facebook über ihre Werbung, über ihre Ads, die sie schalten auf Facebook. Und sie wollen weniger schalten, wollen aber mehr investieren in Personal und in Cloud, in Datencenter. Und das heißt natürlich, Gewinne runter, Umsatz wahrscheinlich auch, zumindest gleichbleibend. Und das ist so ein bisschen die Krux bei Facebook gerade. Okay, das ist das, was der CFO gestern noch auf der Pressemitteilung dann auch rausgegeben hat und auch auf der Pressekonferenz. Das heißt, die Aktie ist nachbörslich ziemlich in den Keller gefahren. Insgesamt ist es natürlich so, dass die Aktie schon dieses Jahr stark gelaufen ist, über die letzten zwei Jahre stark gelaufen ist, ist schon volatil. Ja. Das heißt, der Markt sieht jetzt nicht so unbedingt das Wachstum mehr in der Ad-Vermarktung, in der Werbung, die jetzt rausgehauen wird. Das heißt, man schaut natürlich, dass man mehr Kunden jetzt noch auf die Plattform bringt, was natürlich aber auch mit Kosten verbunden ist. In der Tat, man versucht, die Reichweite noch weiter zu erhöhen und die Verweildauer auch zu erhöhen. Hier vor allen Dingen auch durch Videostreaming. Mhm. Zuckerberg sagte gestern, dass das quasi jetzt also der nächste Schritt sein wird. Und ja, für Anleger ist jetzt so ein bisschen eine Pattsituation. Mhm. Ja, für die einen, die sagen, das Glas ist quasi nur halb voll oder halb leer, muss man sagen. Da sind die, die Punkte, die ich eben schon angesprochen habe, weniger Werbung, höhere Investitionen, Konkurrent Snapchat, der in den Markt reindrängt sozusagen, oder da Facebook das Leben schwer macht, sind natürlich die einen Argumente. Die anderen Argumente muss man natürlich sagen, dass Facebook in den letzten Jahren massive Übernahmen gemacht hat. Wir erinnern uns an Oculus, an die 3D-Brille sozusagen, und aber vor allen Dingen auch an den Messenger-Dienst WhatsApp, der für mehrere Milliarden zu Facebook gewandert ist. Das sind schlummernde Giganten, muss man sagen, die bisher kaum zum Umsatz beitragen. Okay. Und wenn man das schafft, diese zu monetarisieren, dann können auch die Gewinne weiter nach oben gehen. Super. Anleger, die jetzt Interesse am Facebook haben, wie können die möglicherweise hier investieren, partizipieren? Ja. Also die Analysten haben zwar gestern Abend gleich ihre Kursziele etwas heruntergenommen, sind aber immer noch sehr, sehr positiv mit einem durchschnittlichen Kursziel von 155 US-Dollar. Aktuell, wenn man die minus 6% mit einberechnet, sind wir ungefähr bei 118, 120 US-Dollar. Nächste charttechnische Unterstützungsmarke war 110. Und hier können Anleger sehr schön jetzt zum Beispiel auch auf Bonuszertifikate setzen, Bonuszertifikate mit Cap und diese noch währungsgesichert, also Quanto. Hier sind attraktive Renditen drin von circa 6,75%. Wenn ich eine Barriere wähle, die bis zum Laufzeitende nächsten Jahres nicht unterschritten werden darf, von 85 zum Beispiel, das Zertifikat hat kein Aufgeld und hat einen Höchstbetrag, der erzielt werden kann bei 130 zum Beispiel. Klasse. Danke dir recht herzlich. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönes Wochenende. Machen Sie es gut.